Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Heute habe ich für euch den L'Occitane-Adventskalender und zwar die kleinere Variante. Die größere Variante habe ich auch hier, die packen wir in einem separaten Video aus und die zeige ich euch eigentlich jedes Jahr. Das sind mega coole Kalender immer, die sind relativ gleich jedes Jahr. Trotzdem hat man immer so dieses, ach, was ist dieses Jahr drin? Und ich möchte mit euch gemeinsam auspacken, der nennt sich Le Grand Voyage. De L'Occitane, ne? Da packen wir jetzt aus, gucken rein, ob der sich lohnt. Das ist der kleine, wie gesagt, für 69 Euro. Und falls ihr Lust habt, da bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und bevor ich jetzt starte, wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt oder ihr neu hier seid auf meinem Kanal, ich würde mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen und ihr dürft auch gerne kostenfrei meinen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr kein Video mehr. Der Le Grand Voyage Le L'Occitane en Provence Adventskalender. Ich bin gespannt. Wir nehmen mal die Banderole runter. Hier ist noch eine Banderole drumrum irgendwie. Wie geht die denn auf? Und ich rechne euch das mal aus. Der hat immer 24 Türchen. Dann wisst ihr ungefähr, was so ein Türchen kosten würde, geteilt durch 24. 2,87 Euro. So sieht der aus. Man kann den hier nochmal aufziehen. Ne? So steht er dann bei euch zu Hause. Sieht doch eigentlich ganz schön aus. Sehr unruhiges Muster, aber ja. L'Occitane ist eine sehr geile Marke, finde ich. Ich mag die Produkte. Ich kaufe mir auch gern da mal was. Also ich muss echt sagen, das finde ich immer sehr, sehr schön. Hat er auf der Rückseite auch noch was? Ja, den kann man einmal drehen. Ich wollte schon gerade sagen, ist ein bisschen wenig hier vorne. Naja, wir starten mal mit Türchen Nummer 1. Okay, die haben, glaube ich, neue Sachen hier drin. Innen drin ist Pappe, das heißt, den kann man super entsorgen. Neroli und Orchidee Handcreme, 30 ml. Das finde ich gut. Ich glaube, diesen Duft habe ich noch nie gerochen. Ich liebe die Düfte von L'Occitane, ehrlich gesagt. Und ja, keine Ahnung, also das sind so, ich liebe die Produkte. Es riecht immer alles gut, es pflegt schön und ja, das ist halt eine hochpreisige Marke, aber das ist halt auch gute Qualität. Ich will auch nicht den Kalender vorher loben, man weiß ja nie, wie der ist. Jetzt muss man das drehen, das ist blöd gemacht, dass er dann jetzt die zwei, glaube ich, auf die andere Seite, weil zu Hause, dann, man dreht das Ding ja nicht die ganze Zeit. Hier haben wir drin und zwar diese Dusche, 35 ml mit... Also diese Amande-Dusche, das ist so ein Duschöl und das ist richtig, richtig gut. Das ist auch sehr ergiebig, wie gesagt, 35 ml. Es sind halt Größen hier drin, die man zum Test nimmt. So, jetzt muss man das Ding wieder drehen. Nein, das haben die nicht so blöd gemacht. Oder hat da jemand drüber nachgedacht, dass man den nicht drehen möchte jeden Tag? Oh, ich glaube, die haben ein bisschen neuere Größen, neuere Verpackungen zu letztem Jahr. Das ist die Creme Ultra Rich Corps. Das ist also eine Ultra Rich Body Cream für trockene und sensitive Haut. 20 ml. Auch total gut. Und wer jetzt denkt, ach, so kleine Größen, die kleinen Größen, die haben auch ihren Wert. Weil, also das ist halt immer bei L'Occitane so. Die kann man, glaube ich, auch alle so kaufen im Shop. So, die 4. Ich habe übrigens auch mir so ein cooles Geschenkset aussuchen können. Da sind auch nochmal so Pröbchen drin. Hier ist die Immortal Divine Creme drin, 4 ml. Die ist wirklich sehr klein und die ist aber sehr, sehr hochpreisig. Die ist richtig gut. Also ich finde die toll für abends mache ich die gern drauf, weil ich finde, dass die so, also die gibt so ein... Was soll ich denn sagen? Das sieht so ein bisschen ölig aus. Also die spendet richtig krass Feuchtigkeit. Ja, kann man dann damit mal ausprobieren. 4 ml. Ja, finde ich in Ordnung. Kann man halt mal testen. So, Türchen Nummer 5. Wir drehen den Kalender wieder um. Das ist nicht so cool gemacht. Aber ich weiß, dass die den Kalender jedes Jahr... Wo ist denn hier das Ding zum Drücken? Hier. Ich weiß, dass die den Kalender jedes Jahr, ich glaube zumindest im Großen, die werden immer designt von irgendwelchen Künstlern, also die geben sich da schon große Mühe. Hier haben wir drin und zwar eine Verveen Body Lotion. Das ist so geil, dieser Duft. Aber ich muss ehrlich sagen, dieser Neroli Orchidee, diese Handcreme riecht auch fantastisch. Und das hier ist eben so eine, ich kann euch das mal zeigen, ich mag die sehr gerne. Es läuft schon runter, so eine ganz leichte, erfrischende Body Lotion. Also die erfrischt wirklich, weil die hat diesen Verveen Duft. Und die finde ich auch ganz toll. Die zieht super ein. Man kann sich danach direkt anziehen. Das sind hier 35 ml. Richtig gut. So zitronig, ne? So, Türchen Nummer 6, der Nikolaus.
Wo ist der Nikolaus? Hier unten. Das ist ja ganz klein. Das ist ganz mini. Aber hier haben wir hier eine Badetablette drin. Was ist denn das? Ich glaube, das ist eine Badesprudeltablette. Ja, belebender Badewürfel mit, war das Eukalyptus oder so? Menthol, Pinie und Rosmarin. Also das ist so richtig entspannend. Gute Nummer 6, weiß ich nicht. Also ich fand die Nummer 1 war jetzt eher wie Nummer 6. So wisst ihr, wie ich meine. Und wieder drehe ich den Kalender. Das ist die 7. Ja, hier haben wir was relativ Großes drin. Und zwar diese Geldusche mit 5 Ölen. Gibt es die schon länger? Ich weiß es nicht. Ah, das riecht gut. Das riecht so ein bisschen nach Kräuter und ich glaube, dass ich die noch nie hatte. Ich bin mir nicht ganz sicher. 50 Milliliter. Größere Größe, ist nicht schlecht. Türchen Nummer 8. Und wieder drehen wir den Kalender. Das wird hier doch zum Gag gerade. Ich weiß es nicht. In der 8 haben wir, eine Handcreme. Und zwar 30 Milliliter. Sehr cool. Das ist die für sehr trockene Haut. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Die Handcremes. Wer L'Occitane kennt, weiß, dass man es normalerweise dreht, macht man jetzt nach oben auf. Und die ist halt wirklich für sehr trockene Haut, die ist gut, diese Handcreme. Das ist die mit 20% Shea Butter. Ich glaube, die haben zum Teil neue Verpackungen. Finde ich irgendwie süß. So, Türchen Nummer 9. Also, wenn ihr euch den holt, stellt euch schon mal drauf ein, jeden Tag den Kalender zu drehen. Shower Scrub. Oh, Amande. Das ist dieses Amande Duschgel, Shower Duschgel. 20 Milliliter, das ist nice. Das nehme ich mir mit ins Schwimmbad. Größe ist in Ordnung. So, Türchen Nummer 10. Oh, L'Occitane. Irgendwie haben die nicht gelacht, als die sich gedacht haben, dann kann der Kunde jeden Tag unseren Kalender drehen. In der 10 haben wir dieses Velveen Duschgel drin, also passend eben hier zu der Bodylotion, das Duschgel, sehr schön, also wie gesagt, ganz toller Duft. Das ist aber dieser Verveen und Agrumes, also das ist nicht nur Verveen, das habe ich eben vergessen zu erwähnen. So, ja, jetzt kommen wir zur 11. Ich muss gerade alles gucken. Türchen Nummer 11, ich bin mal gespannt, wie der andere Kalender so ist vom Handling. In der 11, auch Immortelle Reset, genau, das ist dieses Overnight Reset. Oder war das das, was ich über Nacht drauf, ich glaube, das war das, was ich über Nacht drauf gemacht habe. Das ist so ein, also ich kann es euch gar nicht sagen, ein ganz edler Tropfen. Das ist wirklich ein Öl in Serum, wie gesagt, das fühlt sich ganz toll an. Da sind so verkapselte, also dieser Wirkstoff, der hier drin ist, der ist so verkapselt da drin und der wird dann freigegeben, wenn ihr euch das auftragt. Ganz, ganz mega tolles Produkt. 5 Milliliter, ist wirklich klein, aber... guckt euch mal die Preise an, dann wisst ihr, warum das so klein ist. So, Türchen Nummer 12. Halbzeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Kalender bisher findet. Also ich denke so mal, also ich bin ja ein L'Occitane-Fan und ich bin so, ich würde mir den jedes Jahr kaufen, weil ich ein Fan bin, weil ich die Marke sehr mag. Ne? Und deshalb. Also so, hier haben wir eine Bodylotion, das ist die Fleur de Cherry Blossom, 35 Milliliter, die riecht auch richtig gut. 13. Ach Gottchen. Wisst ihr, was mich nervt? Ich suche die ganze Zeit dieses, also hier ist so ein Fall, wo man reindrückt. Und die ganze Zeit hänge ich hier und suche, wo drückt man überhaupt rein? Hier ist ein Abriss Shampoo Conditioner drin, 50 Milliliter. 50 Milliliter finde ich eine gute Größe. Das sind auch wieder diese 5 Öle. Das ist ein guter Conditioner, den hatte ich auch schon öfters. In der 14 haben wir eine Cremedusche drin für sensitive Haut. Das ist diese, die riecht auch gut, glaube ich. Oh ja, die riecht so wie frisch eingecremt. Also das ist auch schön, sind 35 Milliliter. Die kann man halt mal so ein bisschen auch das Sortiment probieren. 15 hat, eine Lavendel Soothing Hand Cream drin, 10 Milliliter. Lavendel ist auch so toll bei denen, diese Lavendeldüfte. Und das ist so eine kleine, ich glaube, die haben neue Verpackungen. Ich würde drauf tippen, so wie sich das anfühlt, dass das neue recycelte Verpackungen sind oder recycelbare Verpackungen. Haben die bestimmt irgendwie geändert. Genau. Hatte ich schon mal in der L'Occitane Boutique drin. Das ist so schön da. Ich könnte da wohnen. Das riecht alles so gut. So, die 16. Hier haben wir ein Stück Seife. Die Seifen sind besonders gut. Das ist die Extra Gentle Soap mit Verbene. Ja, ich rieche es. Sehr gut. Also das riecht einfach nach guter Laune. Das sind 50 Gramm Seife mit Shea Butter und Verveen Duft. Die 17 hat drin eine kleine 5 Milliliter
Creme Légère, also das ist eine leichte Gesichtscreme, 5 ml fürs Gesicht eben. Habe ich doch gesagt, leichte Gesichtscreme, ja. Ist auch gut, die habe ich auch schon mal getestet. So, also ich habe schon ganz viel von L'Occitane getestet. Wenn ihr was wissen wollt, schreibt mir gern. So, jetzt kommen wir zur 18. In der 18 ist ein Stückchen Seife drin und zwar, das ist diese Shea Butter Extra Gentle Soap. Die riecht so fantastisch. Oh mein Gott, man riecht sogar raus. Das riecht so wie so eine... Also wie Nivea-Creme irgendwie riecht das total gut. Was sind so die Sachen, auf die ich warte? Weil die sind immer gut, das ist halt das Ding. Ich will nichts Neues, ich will so diese klassischen Sachen haben, die ich mir das Jahr über so nicht unbedingt kaufe, aber trotzdem gerne daheim hätte. Und die habe ich dann mit dem Kalender. So, hier haben wir ein Shampoo, ein Micellen-Shampoo, 35 ml. Ich weiß aber nicht, das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Warum die ein 35 ml Shampoo und ein 50 ml Conditioner reinpacken, das verstehe ich nicht. Hätte ich doch auch 50 gemacht, aber ging vielleicht nicht, weiß man ja nicht. So, die 20. Ah, 20 hat diese Amande, das ist eine Körpercreme, 20 ml, die ist so mega toll. Körpercreme, die war jetzt auch in anderen Adventskalendern mit drin, die macht so eine mega weiche Haut und zieht gut ein, die ist echt super. Und wer diese Amande-Reihe kennt, der weiß, was ich meine damit. Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben bei der 21? Hier kommt mir was entgegen. Ah, Glycin, was ist das denn? Glycin-Handcreme, 10 ml. Handcreme mit Glycin. Ist das vielleicht so eine, die so ganz glatte Haut macht? Ich teste sie mal gerade. Riecht gut, riecht einfach so cremig. Und ich glaube, das ist so eine, die sehr schnell einzieht, meine ich. Oh ja, ich glaube. Fühlt sich auf jeden Fall sehr pflegend und gut an. Diese kleinen, ich liebe die so für die Handtasche. Die nehme ich das ganze Jahr über für die Handtasche. Die sind richtig gut. Kannte ich noch nicht, finde ich auch gut. Ab und zu mal was dabei zu haben, was man noch nicht kennt, die mischen das immer gut durch. Die 22. Wir haben bis jetzt noch kein Füllprodukt gehabt. Stimmt, vielleicht ist das unser Füllprodukt. Ja, wir haben immer jedes Jahr ein Füllprodukt mit dabei. Aber das hier finde ich ein süßes. Guck mal, das ist so ein kleines Waschläppchen, wie auch immer. Kann man seine Hände rein und kann dann sein Gesicht waschen damit. Das ist praktisch und süß. Die hatten mal einen Bleistift drin, glaube ich, ein Jahr. Das war halt so ein Bleistift, ne? Aber das finde ich tatsächlich ganz niedlich. Beschränken sich aber immer auf ein Füllprodukt. Das finde ich immer ganz gut. So, die 23. 23 hat eine, ich glaube, Cleansing Milk. Oh, das passt ja dann hierzu. Das ist schön. Das ist eine Reinigungsmilch. 20 ml. Die werde ich aber mal ausprobieren. Das ist interessant. Shea Butter ist hier drin, Orangenblüten, Wasser, pH-Balanced. Ja, werde ich mal testen. Jetzt, Leute, drehen wir als letztes Mal den Kalender und gucken in die 24 rein. Die ist hier unten. Wetten, hier ist wieder jedes Jahr eine große Handcreme drin. Nee. Oh. Meistens ist eine Handcreme drin. Dieses Jahr haben wir eine Intensive Foot Balm drin, also ein Fußbalsam, 50 ml. Und ja, der ist intensiv pflegend, steht hier drauf. Das ist wieder so diese typische Metalltube, genau. So sieht die aus. Ich glaube, die ist nicht günstig. Also die sind ja meistens nicht günstig. Originalgröße und so, ja, finde ich schön. Ich blende euch nochmal ein, was hier alles jetzt im Überblick drin ist. Ihr schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Kalender findet. Ich bin gespannt, was ihr sagt zum Inhalt und ob ihr auch eingefleischte L'Occitane-Fans seid. Ich bin's und ja. Ihr Lieben, das war der kleine L'Occitane-Adventskalender 2024. Der riecht so gut. Ich liebe den Duft. Und ich muss euch auch ehrlich sagen, also ich sage euch jetzt meine ehrliche Meinung hierzu, ich finde den Kalender wie jedes Jahr schön. Ich mag die Produkte, ich mag die Marke, ich mag die kleinen Sachen hier. Also ich mag das einfach. Ich finde es so süß immer. Was mir hier allerdings fehlt, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich finde den Kalender super, super schön. Ein Füllprodukt ist auch gut. Mir fehlt ein kleiner Duft. Ich finde, die packen sonst immer diese kleinen Düfte. Ich weiß nicht, ob die in dem kleinen auch sonst drin waren. Ich kann mich gerade nicht mehr so genau erinnern. Auf jeden Fall fehlt mir ein Mini-Duft, weil ich mag so gern diesen Vervain-Duft und das wäre schön gewesen, wenn der drin gewesen wäre. Aber naja, ist egal. Ich finde den Kalender trotzdem sehr schön. Was mir richtig gut gefällt, ist die Nummer 1, diese Neroli Orchidee Creme. Ja, aber das sind alles sehr schöne pflegende Produkte. Das sind halt auch kleine Größen, aber es sind wirklich 1, 2, 3,
3 Mini-Größen sind diesmal nur drin. Also ich finde, die haben sonst mehr Mini-Größen reingepackt. Die haben den irgendwie ein bisschen besser gemacht. Mir gefällt der dieses Jahr sehr gut und ich finde, der ist auch sein Geld wert, um die Marke halt einfach mal kennenzulernen. Dafür eignet der sich. Und für die Bros unter uns ist halt immer dieser größere. Den werde ich jetzt im Anschluss auspacken. Da bin ich schon ganz neugierig drauf, wie der sein wird. Da könnt ihr euch auch gerne reinklicken. Ich weiß nicht, welches Video zuerst kommen wird, aber sie werden kommen und ihr könnt gucken. Genau, und jetzt würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Ich verlinke euch den Kalender unten in der Infobox. Ihr dürft auch gerne kostenfrei meinen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr auch keins meiner Videos mehr. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Baby, this year it's just gonna be you and me. Christmas memories.